Hallo und ein herzliches Willkommen zu Gesichter Pirnas, der WGP-Porträtreihe. Heute aus dem Romantikhotel in Pirna, denn hier arbeitet eine ganz besondere, intelligente und schöne Frau. Obwohl, Frau ist vielleicht etwas untertrieben, die amtierende sächsische Weinkönigin Katja Riedel. Und die werden wir heute mal durch ihren ganz normalen Weinköniginnentag begleiten. Katja, wir hatten uns bereits aufs Du geeinigt. Vielen Dank dafür. Immer wieder gern, ja. Ich danke dir auch dafür, dass du dieses schicke Kleid für uns angezogen hast. Wie ist es denn eigentlich als Weinkönigin? Bekommt man die Kleider gesponsert? Ja, als Weinkönigin sollte man schon dem Klischee entsprechend in Teil angezogen sein. Das heißt, viele Gäste, gerade zu den Weinfesten, erwarten schon die Weinkönigin in einem langen, schicken Kleid. Ja. Und so kann man auch die Kinder, sag ich mal, nicht für den Wein begeistern, aber für die Trauben an sich begeistern. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn man auf ein Fest kommt und man wirkt als Königin in einem langen Kleid. Stattdessen ist es aber so in der Praxis, dass ich ganz oft kurze Kleider trage. Das heißt, wie heute zum Pressetermin trägt man mal ein kurzes Kleid mit einem Bläser drüber. Also man soll als Weinkönigin schon eine junge Fachfrau sein und auch kleidungstechnisch so rüberkommen. Und wie ist das jetzt mit der Kleidung? Wird die gesponsert oder musst du dir die selber kaufen? Genau, also bei den anderen Gebietsweinköniginnen, also es gibt ja 13 Anbaugebiete in Deutschland, ja. Von den anderen 12, ich höre schon immer wieder, Sachsen sind die mit den meisten Sponsoren. Oh. Aber man kann an Sponsoren nie genug haben. Wir haben also auch einen Kleidersponsor. Mhm. Und das heißt, ich kann mal da hingehen, passend für das Event ein Kleid ausleihen. Das heißt, zum Sembomobil hatte ich ein schönes, langes Kleid. Oder wenn man auf eine Messe geht, kann man sich mal passend zu dem Thema ein Kleid ausleihen. Und das ist natürlich sehr günstig, denn keine Frau hat so einen großen Kleiderschrank, dass so viele Kleider drin sind. Und gerade dieses Kleid, was ich jetzt anhabe, das habe ich mir gekauft, weil ich mich einfach in das Kleid verliebt habe. Okay. Und das ist ganz gut, da hat man noch ein zweites langes Kleid im Schrank hängen. Wenn man kurzfristig einen Termin reinkommt, da ist man immer flexibel. Du sagtest gerade, dass es viele Sponsoren gibt. Was wird denn alles gesponsert? Oh, man braucht viel als Weinkönigin. Zum einen habe ich ein schönes Auto. Das heißt, ich kann flexibel umherfahren, muss nicht immer mein eigenes Auto benutzen, was ganz gut ist. Außerdem steht Weinkönigin dran, das offeriert, dass man an manchen Städten manchmal ganz gut sein Auto abparken kann, ohne gleich ein Knöllchen zu kriegen. In Pirna klappt es nicht immer, aber ich bin auch dran, das zu probieren. Und in dem Auto liegt auch eine Tankkarte, das heißt, ich kann also tanken, das ist Mineralöl Schneider. Dann gibt es, wie gesagt, einen Kleidersponsor, die Kette, die Krone, Sparkasse, Volksbank, die geben auch Geld dazu. Die Wahl der Weinkönigin muss ausgerichtet werden. Ich habe ein Handy, ein Diensthandy, das ich praktisch nicht allen meine Privatnummer geben kann. Und das hilft schon im Alltag, weil das Amt als Weinkönigin ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich opfere meine Arbeitszeit praktisch, um dieses Amt auszuführen. Und da ist es schon ganz gut, wenn man an anderen Ecken dann eine Unterstützung bekommt. Das heißt ja aber eigentlich dann auch, dass du das alles wieder zurückgeben musst, wenn du dein Amt an deine Nachfolgerin weitergibst, oder? Genau. Also das Einzige, was mir bleibt von dem Amtsjahr, ist der Kelch mit Bleikristall in Meißen. Der ist graviert mit Weinkönigin 2012-2013. Das ist ein großer, schöner Kelch. Da freue ich mich drauf, dass ich den mir hinterher in die Vitrine stellen kann. Und meine Scherbe. Denn Weinköniginnen außer Dienst haben ganz oft noch die Gelegenheit, bei Winzerumzügen oder bei Weinfesten nochmal mit aufzutreten. Dann kann man praktisch die Scherbe tragen und zeigen, ich war auch mal eine Weinkönigin. Und den Rest gebe ich ab. Und das Schwerste, wo ich daran zu leiden habe, ist praktisch die Kette. Denn ich habe mich in die Kette wirklich verliebt. Nicht, dass ich die jetzt privat tragen würde, aber die ist einfach ein schönes Schmuckstück. Und ich weiß, dass ich die ersten Wochen nach der Krone, also nachdem ich die Krone abgegeben habe, zu kämpfen habe, mich daran zu gewöhnen, dass man ohne Krone aus dem Haus gehen kann, dass man nichts vergessen hat und dass man jetzt wieder frei ist. Das heißt, die Kette und die Krone werden an die nächste Weinkönigin weitergegeben? Genau. Seit wie vielen Generationen, wenn man dazu überhaupt Generationen sagen kann? Ja. Also die Weinkönigin an sich in Sachsen gibt es seit 25 Jahren, also ich bin die 25. sächsische Weinkönigin. Und seit etwa 8 Jahren gibt es eine neue Krone und auch passend dazu dieses Collier. Das war praktisch eine Überraschung von der Goldschmiede Meißen. Die hat einfach frei aus freien Stücken sich ein Collier dazu gebaut, weil eigentlich ist es üblich, als Gebietsweinkönigin nur eine Krone zu tragen. Und die ist ja relativ schlicht im Gegensatz zu den anderen Gebietsweinköniginnen, dafür sehr schön. Aber dazu gibt es halt diese tolle Kette und das ist schon ein Hingucker. Und wenn ich irgendwo hinkomme, erkennt man mich sofort, weil, wie gesagt, die sächsische Weinkönigin die einzige ist, die so eine tolle Kette trägt. Ach so, die anderen sind schlichter?
Die haben gar keine. Ach, die haben gar keine? Die haben nur eine Krone. Ah, das, und das ist natürlich toll, ja. Was sind denn überhaupt die Aufgaben einer Weinkönigin hier in Sachsen? An sich ist die Aufgabe ganz klar definiert. Ich soll als sächsische Weinkönigin für den sächsischen Wein werben, dafür begeistern und das, sage ich mal, als Fachfrau und nicht als Miss oder wie das manchmal auch so rüberkommt. Also ich soll schon versuchen, mit Fachwinzen zu punkten, den Winzern, sage ich mal, bei Festen zu unterstützen, die Seelen zu streicheln, aber parallel dazu auch neue Weinfreunde zu gewinnen. Und ich denke mal, das ist ein Spagat, den kann man ganz gut meistern. Das heißt, ich bin gleichermaßen bei Winzern vor Ort, aber auch viel außerhalb von Sachsen. Das heißt, auf Messen, wie, ob das die Prowein ist, die ITB ist, die Grüne Woche ist, die Exporial oder jetzt eine Messe in Stuttgart. Also man hat viele Möglichkeiten, außerhalb von Sachsen für den sächsischen Wein zu werben. Und man stößt auf viele Vorurteile, aber man stößt auch auf ganz, ganz viel Lob. Das heißt, du bist eine Weinexpertin. Weinexpertin ist schwer zu sagen. Also ich habe mir mein ganzes Wissen über Wein mehr oder weniger wirklich beim Do-it-yourself angeeignet. Das heißt, ich bin schon früh in den Weinberg gegangen, habe geschaut, was machen denn die Winzer da eigentlich? Wie funktioniert das? Warum ist das so? Und hier im Hotel wird man tagtäglich mit Wein konfrontiert. Und da wir ja das Prädikat haben, besonders empfohlen an der Sächsischen Weinstraße hier im Haus, ist das schon ganz wichtig, dass man diese Weine tagtäglich prüft, neu sensorisch probiert. Und wenn wir schauen, dass wir 2011, 2012, 2013 jetzt ganz, ganz unterschiedliche Weine hervorbringen, muss man das jedes Jahr auf neue machen. Und so eignet man sich im Laufe der Jahre einfach ein unwahrscheinliches Wissen an. Und wenn man das dann auf sein Amt projiziert, denke ich schon, dass das ein Erfolg ist. Man kann aber bei Sachen Wein nie alles lernen. Also das würde ich mir auch nie anmaßen. Aber man kann sich ein Kernwissen erarbeiten, mit dem man dann gut hantieren kann. Wir haben jetzt so lange über Wein gesprochen. Vielleicht mal ein Gläschen probieren? Sehr gerne. Was ist das denn für ein Wein? Wir haben jetzt hier ein Regent im Glas. Gleich im Glas. Dankeschön. Das ist eigentlich untypisch für Sachsen, weil wir haben viele Weißweine. Aber der Regent ist ein toller, junger Rotwein. Den möchte ich gerne mal präsentieren. Zum Wohle. Zum Wohl. Auf einen schönen Tag. Dankeschön. Das freut mich. Kräftig. Genau, das ist ein typischer Regent. Das ist ein 2010er Regent, war nicht ein Barrique, aber trotzdem ist Regent einfach generell ein kräftiger, trockener, schöner Rotwein. Man sieht schon an der Farbe, also der verspricht schon, dass wirklich viel Pfiff dahinter ist. Und der ist in der Winzerklassenschaft Bereich Meißen. Das heißt, die Winzer geben ihre Trauben entlang der Weinstraße ab und gemeinsam wird dann praktisch dieser Wein gekeltert in der Winzerklassenschaft. Ah, ja. Aber Rotwein ist relativ selten für Sachsen, oder? Genau, also man sagt, man spricht von 80% Weißwein im Gegensatz zu 20% Rotwein. Trotzdem haben wir schöne Rotweine, also da denke ich nur an den Spätburgunder, Dornfelder, auch der Regent. Das sind so die Rotweine, die bei uns in Sachsen gut angebaut werden. Jetzt muss ich doch noch mal was fragen, weil Sie jetzt, oder du sitzt jetzt auch so da und schwingst das Glas. Genau. Warum macht man das? Ja, der Wein muss atmen, gerade die Rotweine. Also wir haben ja ein schönes Rotweinglas, das heißt, das ist nach oben hin geöffnet, aber nicht breit geöffnet, sondern nach oben schmal geöffnet. Das heißt, die Aromen, die aus dem Wein kommen, gerade der Rotwein hat ja viele tolle Aromen, Kirsche, rote Früchte, der sammelt sich praktisch. Und wenn ich diesen Wein schwenke, das heißt, der kommt mit mehr Luft in Kontakt, dann hat man diese Aromen viel besser in der Nase. Und ein Trick ist immer, wenn man den Wein gut genießen möchte, einfach die Nase schließen, ins Glas reingehen und erst dann in der Nase, also im Glas wirklich öffnen. Da hat man so ein richtiges Erlebnis an der Nase. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, oder? Ja, bedauerlich. Katja, wir sind jetzt bei euch im Hotel, beziehungsweise in dem Hotel deiner Eltern. Hier hast du gelernt und hier arbeitest du auch. Als was eigentlich? Ja, eingestellt bin ich als stellvertretende Geschäftsführerin. Aber wie das so ist im Familienbetrieb, sage ich schon mal ganz vorsichtig, man macht dann doch alles. Man macht es auch gern. Ne? Also meine Mama hat 2008 das Hotel gekauft und seitdem führt sie das Hotel und ich bin praktisch seit 2010 hier mit angestellt und bin für die Ausbildung der Restaurantfachleute zuständig. Ebenso arbeite ich an der Rezeption, im Service ganz gern, aber ich gehe auch mal mit auf Etage oder mache mal das, was mit mir fällt. Ihr habt auch einen Weinkeller eigentlich, oder? Genau, wir haben auch einen Weinkeller, der ist auch sehr, sehr schön. Also gerade jetzt für die Weihnachtsfeiern, die anstehen, gut geeignet. Leider ist das Hochwasser natürlich auch im Keller zuerst mit angekommen, sodass wir jetzt wirklich noch fieberhaft versuchen, den so schön hinzukriegen, wie er vorher war. Vielleicht sogar noch ein Stückchen schöner. Und da arbeiten wir jetzt ganz gut dran, nachdem wir hier das Erdgeschoss einigermaßen in Schuss bekommen haben. Die letzten Züge sind noch
dabei, beendet zu werden. Mhm. Und dann geht es auf den Keller zu. Und ja, das ist so das Prachtstück. Denn an dem Gästekeller angeschlossen ist dann der Weinkeller, wo dann die guten Weine gelagert sind. Und das schmerzt natürlich gerade in dem Amtsjahr als Weinkönigin gerade umso mehr, wenn die Weine dann ja, davon schwimmen, so kann man es wirklich sagen. Das stimmt. Sind die echt davon geschwommen? Ja, auch wenn jetzt vielleicht viele sagen, wie kann das passieren? Man denkt doch erst mal ins Erdgeschoss beim Ausräumen und dann erst an den Keller. Das ist ganz, ganz komisch gewesen. Mhm. Also wir hatten ja eigentlich fast nur 2 Tage Zeit, um auszuräumen, wo die Mitarbeiter sehr, sehr gut mitgeholfen haben. Also wir haben Tag und Nacht geräumt. Und ja, wo das Wasser schon knietief im Keller war, fiel uns ein, im Keller ist ja auch noch was. Aber es sind halt so viele Köpfe, denken dann doch nur in eine Richtung. Ja. Und dann haben wir noch fieberhaft versucht, die letzten Reste zu bergen. Aber ja, man kann da keinen Vorwurf machen. Man kann dann auch nicht mehr schauen, was ist jetzt das Gute, was ist das, was man hätte liegen lassen können. Man hat das genommen, was in die Hände gefallen ist, und manches ist einfach zurückgeblieben. Und das ist schade, weil das gerade auch Weine waren, ja, wo es nicht so viel von gibt. Aber gut. So ist es. Wir versuchen es zu verarbeiten. Genau, und es geht ja aufwärts und ihr habt euch vorgenommen, bis Weihnachten bzw. bis die Weihnachtsfeierlichkeiten beginnen, hier wieder fertig zu sein. Genau, also wir haben jetzt leider die gute Saison vorbeistreichen müssen, Juni, Juli, August, September. Mhm. Wir haben zwar Hotelgar nie gemacht, aber es ist längst nie so für uns befriedigend, den Gästen gegenüber zu offerieren, wie wir sonst haben. Und ja, Weihnachten wollen wir auf alle Fälle wieder voll am Start sein. Die Küche ist schon eingebaut, das Restaurant ist auch schon fast fertig. Und da wollen wir Weihnachten wieder komplett ans Netz gehen, weil die Weihnachtsfeiern rufen schon an und das muss vorbereitet werden. Und ja, das wäre schon schön, wenn wir da alles mitnehmen könnten, was kommt. Würdest du uns denn mal durchs Hotel ein bisschen rumführen wollen? Gerne. Da verlassen wir den Wein. Genau. Besser fürs Kleid, oder? Genau. Wir wollen ja dann auch nochmal auf den Weinberg gehen, hast du uns schon verraten. Vorerst sind wir allerdings hier in eurem, wie kann man das denn nennen, Gewölbekeller aus dem 12. Jahrhundert, der bisher als was genutzt wurde? Genau, also wir sind jetzt im Gewölbekeller vom Romantik Hotel, Blechschmidt-Keller genannt. Das heißt, Herr Blechschmidt war ja der Bauer oder Fertigsteller der Marienkirche gegenüber und hat auch draußen am Eingangsportal sein Relief obendrauf über der Eingangstür. Und dieser Keller ist aus dem 12. Jahrhundert, das ist ein richtig schöner Gewölbekeller. Man merkt es auch, die Temperatur ist sehr angenehm. Und ja, das war früher unser Restaurant, unser Blechschmidt-Keller. Hier war der Tresen mit dem heißen Stein und ja, dem Bierausschank. Und dann konnten hier 30 Personen gut sitzen und im hinteren Bereich auch nochmal. Genau, das sind unsere Bänke, original aus Sandstein, also traumhaftes Sitzen, natürlich mit Kissen. Und es war sehr, sehr, sehr gemütlich, aber ja, auch wenn es nicht so aussieht, wir sind ganz guter Dinge, dass das weitergeht hier. Was muss denn jetzt alles noch gemacht werden? Genau, letzte Woche war der Tischer da, da haben wir den Tresen besprochen. Der soll gleichsam auch als Bar genutzt werden können dann anschließend. Und die ganzen Einbaubänke, die wir ja hatten, inklusive unserem Stammtisch, der hier war. Ja. Großer, schöner Tisch für 8 Personen aus Holz mit einer Holzbank drumherum. Der ist natürlich abgegeben worden, der wird neu aufgearbeitet. Das Holz wird also erhalten geblieben und kommt dann wieder hier rein. Der war letzte Woche da, hat alles aufgenommen, hat alles vermessen und wir hoffen, dass er jetzt straff durcharbeitet, nur für uns Tag und Nacht und dass das dann schnell wieder eingebaut wird. Parallel dazu muss natürlich der Elektriker nochmal rein, man sieht's. Ja. Hier kommt der heiße Stein wieder her, der muss angeschlossen werden, der Tresen muss angeschlossen werden, die Leitungen müssen gelegt werden. Ja, und Musik und Licht fehlen auch noch, also hört sich nach viel Arbeit an. Gibt es noch viel zu organisieren, ja. Habt ihr euch ein Ziel gesetzt, wenn ihr fertig sein wollt? Ja, wir möchten die Weihnachtsfeiern schon gut bedienen. Das heißt, eine Weihnachtsfeier gehört auch in den Keller, weil das ist einfach rustikal und gemütlich. Und das heißt, wir versuchen die Weihnachtsfeiern hier unten schon wieder durchzuführen. Dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass das auch ganz schnell funktioniert und dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und dass die Handwerker auch mitspielen. Katja, wollen wir jetzt mal zum Weinberg fahren und uns noch ein bisschen in deiner Funktion als Weinkönigin befassen und darüber reden? Und du kannst mir vielleicht mal erzählen, wie man eigentlich Weinkönigin wird und ob ich dazu auch vielleicht auch eine Möglichkeit habe, das mal irgendwann zu werden. Na klar, ja? Weinberg ist am schönsten. Sehr schön, dann machen wir das.
Weinberg angekommen. Sagt man das so? Genau, im Weinberg, auf dem Weinberg, ja. Momentan stehen wir mittendrin. Genau. Wo genau sind wir denn eigentlich? Wir sind jetzt hier bei der Familie Rocker. Das ist eine Besenwirtschaft im Pillnitzer königlichen Weinberg. Mhm. Und oberhalb haben wir die Besenwirtschaft, die bei Schönwasser geöffnet ist. Da gibt es mal ein Gläschen Wein für den Wanderer, der Lust auf Wein hat. Und ja, wir sind jetzt hier mittendrin im Burgunder. Mhm. Mit Blick auf Pillnitz, auf Schloss, auf die Pflanzenversuchsanstalt da hinten. Da wird dann der Wein auch abgegeben. Das heißt, im Pillnitz sind vermehrt Winzergenossenschaftswinzer. Das heißt, die geben ihre Weine dann ab und die werden dann gemeinsam gekeltert. Was verbindet dich denn mit diesem Weinberg? Ich meine, du hast ja auch einen Schlüssel hier für so ein großes Areal. Warum? Genau, also den Schlüssel habe ich von Minze Wind bekommen. Der ist ganz, ganz lieb. Bei dem habe ich ganz viel gelernt. Den habe ich kennengelernt im Grauber. Da gab es eine Veranstaltung und da ging es um Wein. Da bin ich hinmarschiert und so kam der Kontakt zustande. Ja, er ist leider heute die Tage nicht da, weil er Seminare hat. Mhm. Aber er hat mir viel mitgegeben. Ich konnte bei ihm in der Weinlese mit dabei sein. Ich konnte das Jahr im Weinberg miterleben. Und die ganze Familie hat mich auch lieb aufgenommen und mich mehr oder weniger dazu auch getrimmt, Weinkönigin zu werden. Mhm. Und da bin ich ihm ganz, ganz, ganz zu hohem Dank verbunden und ja, freue mich auch immer wieder, jedes Jahr mithelfen zu können. Apropos Weinkönigin, wolltest du das schon immer werden? Ja, also ich komme aus Radebeul und da ist man ja mit dem Thema Wein täglich verbunden. Da kommt man nicht umher. Wir wohnen direkt am Weißen Ross, also meine Eltern, und man hat einen Blick auf die Weinberge. Ich habe das Zimmer mir erkämpft im Balkon, das heißt, ich konnte mich auch abends hinsetzen und habe direkt einen Blick aufs Spitzhaus gehabt und die Weinberge. Mhm. Und da fragt man sich schon, was ist das? Und wenn man Spitzhaus hochgeht, hat man links und rechts die Weinberge. Also man wird automatisch mit dem Thema Wein konfrontiert. Und das spielt auch in Radebeul in den Schulen auch eine sehr, sehr große Rolle. Also Radebeul als Weinstadt ist schon bekannt. Und so kommt das, dass man seine Ferienshops und seine ganzen, ja, sein Geld verdienen auf das Thema Wein projiziert. Aha. Und so kommt man mit dem Thema Wein zusammen. Vor 4 Jahren bin ich jetzt hier nach Pirna gezogen. Mhm. Und da sucht man sich natürlich neue Winzer, mit denen man gerne was zusammenarbeitet. Und das ist für mich jetzt hier der Winzer Wind geworden oder die Frau Kartner oder der Herr Schreier, die mich dann auch mal in Weinberg mit reinlassen und auch mal probieren lassen und mal schneiden lassen oder was halt so anfällt im Weinberg. Wie wird man denn nun eigentlich Weinkönigin? Was muss man denn da für Voraussetzungen erfüllen? Ja, Weinkönigin, das ist eine gute Frage, wie man das wird. Ja, wer macht einen dazu, sage ich mal viel mehr. Mhm. Ja, seit die Marlene Herr damals Weinkönigin war, das war vor 4 Jahren, habe ich mir schon mit dem Gedanken gespielt, auch mal Weinkönigin werden zu wollen. Mhm. Aber man schiebt es ja Jahr für Jahr immer wieder hinaus. Und gerade im September ist auch die Saisonzeit, wo im Hotel viel los ist. Und da ist Bewerbungsschluss. Und so hat sich das Jahr für Jahr verschoben. Und die letzte Weinprinzessin, die Katharina Fritze, die war letztes Jahr bei uns im Hotel. Und die sagte, ach, wir suchen noch Bewerberinnen. Und aha, du willst doch bestimmt. Und eine Woche hast du noch Zeit, dann ist Bewerbungsschluss. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann bewirbst du dich halt mal. Mhm. Und da bin ich losgezogen und habe einfach nochmal zusammengefasst, was mich mit Wein verbindet. Habe noch ein paar Fotos im Weinberg gemacht und habe mich beworben. Mehr muss man da gar nicht machen bei der Bewerbung. Fotos einreichen, genau, Fotos einreichen und eine normale Bewerbung schreiben, warum man gerne Weinkönigin werden möchte. Genau, da gibt es dann so Texte, warum willst du es werden, was ist dein Lieblingswein, was empfiehlst du auf einer Party für Wein. Also einfach solche Fragen, wo eher auf die Reaktionen geguckt wird, als auf den Inhalt, sage ich mal. Okay. Dann wird man eingeladen zum Kennenlernen. Das ist auch ganz, ganz spannend, weil man lernt dann seine Mitkonkurrentinnen kennen, sage ich mal. Die, wie viele waren bei dir im letzten Jahr? Bei mir hatten sich damals 10 beworben und zum Kennenlernen kamen dann 7 Kandidatinnen. Okay. Genau, und aus den 7 Kandidatinnen gab es dann eine Fachbefragung. Das war ja sehr amüsant für die Winzer vielleicht, die vor uns saßen, und für die Kandidatinnen, die dann einzeln befragt wurden, ist schon sehr aufregend, weil 20 Minuten da vor Winzern sitzen, die dann alles fragen, das ist schon nicht ohne gewesen. Da gibt es dann solche Fragen wie, warum heißt die Einzellage so, oder was ist die Reblaus oder Scheurebe, was ist das für ein Tier? Und solche Fragen kommen dann einfach und die muss man dann gut und pfiffig beantworten. Ja, dann waren wir bloß noch 6, dann wurde eine schon mal praktisch aussortiert und die letzten 6 Kandidaten, die durften dann in Kostfisch auf die Börse, in der Börse auf die Bühne und dort ging es dann praktisch um die goldenen und die 2 silbernen Kronen. Und wie muss man sich das dann vorstellen? Also geht ihr dann da in schicken Kleidern hin und präsentiert euch oder müsst ihr Fragen beantworten? Wie ist das? Genau, also das ist so gewesen, dass wir uns die 6 Mädels, die sich beworben haben, dann auch untereinander schon Facebook und was es da alles für Möglichkeiten gibt, unterhalten haben, was ziehen wir an. Wir haben uns für ein langes Kleid entschieden, weil es einfach dem Anlass entsprechend ganz gut passt.
Und dann gibt es ein Vorbereitungsseminar. Das heißt, man kommt nochmal zu Winzern, wo wir alle Kandidatinnen miteinander Weine auch nochmal sensorisch prüfen könnten. Dann haben wir ein Rhetorikseminar besuchen können. Wie spricht man? Wie macht man das? Eine Weinstraßenfahrt gab es, wo wir praktisch nochmal alle zusammen die Weinstraße abgefahren sind und nochmal die Highlights entlang der Weinstraße von Diesbach bis Pirna besucht haben. Und ja, dann geht es auf die Bühne in Coswig. Dann zieht man einen Wein, den muss man präsentieren. Ich hatte damals man den zieht einen Wein? Genau. Also aus einer verschlossenen Kiste und man sieht sozusagen nicht das Etikett. Aha, das ist ja spannend. Nee, aus einer verschlossenen Kiste, aber man zieht die Rebsorte praktisch. Aha, okay. Genau. Dazu muss man sagen, wir haben in Sachsen 58 Rebsorten. Das ist eine reichliche Anzahl. Davon werden 33 Sortenreihen gekeltert. Das heißt, 33 kann ich auch als Wein an sich trinken. Der Rest verschwindet in Cuvées oder in Sekten, wo man den als Wein jetzt nicht einzeln trinken kann. Ja, und ich hatte damals den Solaris. Das ist jetzt ein Wein, den man liebt oder nicht liebt. Das ist wie Traminer. Also entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht so sehr. Und den habe ich anscheinend ganz gut präsentiert. Danach hatten wir noch eine Veranstaltung zum Goldriesling. Also man kam praktisch auf die Bühne, wusste nicht, worum es geht. Und eine Kellnerin kam und sagte, ach hier, der Herr Hanke oder der Herr Raschke, je nachdem, in welcher Stadt man ist, möchte gerne einen Goldriesling trinken. Was erzähle ich dem denn darüber? Sowas, dann musste man Tabu spielen, dann gab es Gruppenspiele, ja, man musste bestimmte Sehenswürdigkeiten entlang der Sächsischen Weinstraße erkennen und auch präsentieren können. Aha. Ja, und da ging es auch viel mehr darum, wie präsentiert man sich, kann man auf unerwartete Situationen reagieren und trinkt denn irgendwas aus der Ruhe oder auch nicht. Das ist es, ja. Damals war Stadt Nummer 1 und das hat mir vielleicht auch Glück gebracht. Und da konnte ich damals die goldene Krone nach Pirna bringen, was mich auch besonders stolz macht, weil es gab noch nie eine Weinkönigin hier in Pirna. Und der Herr Hanke, der selber mit war und auch einen Fanbus spendiert hat damals, also der war überglücklich und das macht schon stolz. Kann man denn mehrmals in seinem Leben Weinkönigin werden? Theoretisch könnte man es, aber man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, sage ich mal. Also die zwei Weinprinzessinnen, natürlich steht denn die Option offen, sich nochmal zu bewerben. Das ist auch vielleicht ganz schön, dann doch nochmal nach einem Jahr wirklich Probelauf, dann doch nochmal nach der goldenen Krone zu greifen. Aber wir haben dieses Jahr versucht, viele Termine zu dritt zu machen, sodass es eigentlich sich dann bloß wiederholt. Also wenn man jetzt nochmal ein Jahr machen würde, denke ich, wären diese schönen Erlebnisse nicht mehr so schön in Erinnerung, als wenn man es einfach jetzt dabei belässt und das genießt, so wie es war. Gibt es eigentlich auch Weinkönige? Ja, es gibt den Bacchus, der immer ganz nett daherkommt und der sehr gerne junge Frauen um sich hat, aber an sich gibt es keinen Weinkönig, nein. Ich beantworte die Frage immer so, viele fragen immer, warum gibt es keinen Weinkönig? Da sage ich immer, stellen Sie sich im Kleid vor, dann antwortet sich das selber, genau. Katja, nun stehen wir hier vor welcher Rebsorte? Wir haben jetzt hier den Weißburgunder und das ist eine Wein aus der Burgunderfamilie. Mutation aus dem Grauburgunder, daraus entsteht auch der Frühburgunder und der Spätburgunder. Das heißt, viele Rebsorten sind aus diesem Wein entstanden. Und der Weißburgunder ist ein schöner Wein, ein schöner leichter Wein, fruchtiger Wein. Passt perfekt zu dem Boden hier, also dem lehmigen Boden mit Sandstein. Und ja, er braucht aber noch ein bisschen, wir haben ja gerade schon ein bisschen genascht. Ja. Zu Winzers, ja, Ärgernis meistens. Aber da muss man mal probieren und wir schmecken raus, dass das auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit bedarf. Das sehen die Winzer nicht so gerne, wenn man ihre Trauben nascht, ne? Ja, so. Jeder Winzer ist stolz, wenn man seinem Weinberg mal vielleicht ein Träubchen nascht, aber man sollte nicht für den Haushaltsbedarf sich eindecken. Genau. Also man darf mal kosten, aber bitte nur eine oder zwei Trauben. Man muss wissen, dass da viel Arbeit drin steckt. Also der Winzer geht nicht nur 12-mal oder so in den Weinberg. Es ist wirklich der Hobby-Winzer jeden Tag eigentlich. Schaut zumindest mal, was macht er. Und selbst die 14 Tage Urlaub fallen dem Winzer mal ganz, ganz schwer, weil ja, was macht das Baby zu Hause auf dem Weinberg? Also ist da der Pilz drin oder ist es zu nass oder muss man entblättern? Und das ist wirklich dann, ja, wie es Geburtstagsgeschenk für den Winzer, der hat das ganze Jahr dafür gearbeitet. Und da war es einfach ärgerlich, wenn dann die Leute es einfach achtlos abrupfen würden und dann irgendwo fallen lassen würden. Das ist immer schade. Das stimmt. Katja, was hältst du davon, wenn wir uns irgendwo mal gemütlich hinsetzen und ein bisschen über den sächsischen Wein plaudern? Gerne. Da habe ich nämlich einige Fragen an dich. Immer. Sehr schön. Schauen wir mal. Vorhin im Hotel hatten wir einen roten Wein, jetzt bietest du mir einen weißen an. Was ist das für ein Wein? Genau, wir haben jetzt hier einen wunderschönen Traminer im Glas und Sachsen, ja, Hauptrebsorte ist ja schon der Müller-Thurgau, aber die Spezialität ist neben dem Goldriesling der Traminer. Und abgesehen davon ist es auch mein Lieblingswein, also wenn wir mal riechen, das ist einfach, ja, gelbe Rosen, Litschi, das ist einfach toll. Ja, zum Traminer muss man sagen, man mag ihn oder man mag ihn nicht.
ich bin derjenige, der den mag. Kannst du mal probieren, ob du auch magst. Das mache ich gerne. Jawohl. Ja. Na, hat einen ganz eigensinnigen, starken Geschmack. Schönen Charakter. Mhm. Und ist ein toller Wein. Gehst du eigentlich auch zu Weinverkostungen? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber dann trinkst du den Wein nicht, oder? Dann wird er doch wieder... Genau. Wie stellt man sich das vor? Da stellt man sich so vor, dass man, gerade wenn man bei einer Jungweinprobe ist, wo ungefähr 200 bis 300 Weine probiert werden können, dass man natürlich auch alle probieren möchte. Das heißt, man gewöhnt sich einfach an, den Wein zu trinken, ohne ihn zu trinken. Das heißt, man verkostet ihn auf der Zunge und spuckt ihn danach dann wieder aus. Es ist relativ unappetitlich für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, aber die Weinkenner, das ist eine absolut gängige Form, weil nach 5, 6 Weinen ist auch das Geschmacksempfinden nicht mehr da, um einfach Weine zu probieren. Deswegen spuckt man die Weine praktisch aus und so schafft man ja um die 100 Weine, wenn man es ernst kommt, an einem Tag. Apropos Weinverkostung. Ich kenne das aus Österreich, die Tradition, dass es dort sogenannte Heurige gibt, bei denen man Wein für einen relativ Preis, also relativ preiswert kaufen kann. Genau. Und dazu dann noch Kleinigkeiten zu essen bekommt. Gibt es hier sowas auch in Sachsen? Und genau. Wenn ja, wie funktioniert das und wo wird das durchgeführt? Also in Sachsen heißt das Besenwirtschaft oder Straußwirtschaft. Aha. Das heißt deswegen Straußwirtschaft, weil früher ja sauber gemacht wurde und schön dekoriert wurde und dann wurde der Blumenstrauß rausgehangen. Mhm. Das war eher so die Region Pirna, wo man dieses Straußwirtschaft benannte. Und hier ab Pillnitz bis Diesversäusen hieß es Besenwirtschaft. Das heißt, der Winzer hat gekehrt, Kehr ausgemacht. Und wenn drinnen sauber war, hat er einen Besen draußen hingestellt als Zeichen, dass die Gäste kommen können. Also wie gesagt, Besenwirtschaft oder Straußwirtschaft heißt es hier in Sachsen. Und wir befinden uns hier gerade im königlichen Weinberg auf so einer Besenwirtschaft. Das heißt, bei schönem Wetter am Wochenende ist hier geöffnet. Da steht der Winzer dann selber vor Ort, schenkt Weine aus und man kann einfach hier ganz leger und locker sitzen. Es gibt ein bisschen Kleinigkeiten dazu, Knappergebäck oder Käseplatten, Winzerplatten etc. Da gibt es zig Möglichkeiten. Einfach mal auf der Seite vom Weinbauband schauen und da findet man viele Adressen. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wo finde ich das denn, wenn mir einfallen würde, ich möchte heute mal in eine Besenwirtschaft gehen? Einfach mal in den Weinberg reinmarschieren, wo ein Fähnchen hängt oder wo ein Besen steht, da findet man das. Und der Winzer, der bietet schon gerne mal ein Gläschen Wein an. Okay, ich würde mich gern mit dir über Sachsen und den Wein mal unterhalten. Als erstes würde mich ja interessieren, seit wann wird denn in Sachsen überhaupt Wein angebaut und ist das irgendwie von der Zeit eine völlig andere als in anderen Gebieten von Deutschland? Genau. Also man spricht davon, dass vor 2 Jahren haben wir in Sachsen 58 Jahre Weinbau gefeiert. Das heißt, wir sind ein relativ junges Weinanbaugebiet. Mhm. Und das kam damals über die Mosel, kam das rein von den Römern. Die haben den Wein nach Deutschland gebracht. Das ist aber schon Jahrtausende her. Ja. Das heißt, der wurde damals als Zechwein mitgebracht. Und die Kirche, die Winzer oder die Römer haben damals diesen Wein auch mit nach Sachsen gebracht. Und wir haben auch viele Einflüsse vom Elsass. Das heißt, wir haben den Goldriesling hier, wir haben den Traminer hier. Und ja, wenn man weiß, dass Sachsen das nordöstlichste Weinanbaugebiet ist, also dann kommt erstmal Thüringen und dann kommt lange nichts, dann weiß man, dass es hier relativ schwer ist. Diese Weinbergsmauern, die wir hier sehen, diese Trockenmauern, das sind die Württemberger haben das zu uns gebracht. Also geht man schon mal davon aus, dass die Württemberger länger Wein anbauen als wir. Und so kann man sich erschließen, dass in Sachsen ein junges Weinanbaugebiet ist, wo man relativ spät erst durch die klimatischen Veränderungen Wein angebaut hat. Was gibt es denn da für Probleme in Sachsen beim Weinanbau? Ja, wir finden uns am 51. Breitengrad hier in Sachsen. Das heißt, das Klima ist theoretisch nicht dafür geeignet, Wein anzubauen. Okay. Nur die Bedingungen von der Elbe, dass die Elbe sich praktisch im Weinberg spiegelt, dass der Weinberg eine relative Steillage hat, also ab 30% spricht man von einer Steillage. Und eine Steillage schafft klimatisch dieses Klima, als ob das einfach ein paar Grad wärmer wäre. Ne? Ah. Also die Wärme spiegelt sich praktisch im Weinberg, die bleibt darin gefangen. Unterstützt durch die Trockenmauern, wo die Wärme und die Erde praktisch hinter den Mauern erwärmt bleibt, kann man es schaffen, dass man Wein anbauen kann. Aber man schafft es nie überall. Das heißt, manche Winzer machen immer wieder bittere Erfahrungen. Das heißt dann, also die Reben sind erfroren. Ne? Der Frost geht dann relativ schnell rein. Und ja, die Stellen, die jetzt berebt sind in Sachsen, das sind die möglichen Stellen, wo man Wein anbauen kann. Aber ansonsten gibt es halt kaum noch Flächen. Und das ist halt schade, dass wir bei diesen 480 Hektar ja, relativ steil verbleiben. Und dass man kaum noch Flächen haben, wo man aufreben kann. Da gibt es einige Weinliebhaber, so würde ich sie mal bezeichnen, die behaupten, dass der sächsische Wein relativ
säuerlich schmecken würde. Genau. Was sagst du denn als Weinkönigin dazu? Ja, das liegt einerseits daran, dass wir im Vergleich zu Baden wesentlich weniger Sonnenstunden haben. Also in Sachsen haben 1700 Sonnenstunden, Baden hat da ein ganzes Stück mehr, 2200 Sonnenstunden in etwa. Wobei Baden als südliches Weinanbaugebiet auch schon im Weinbauzone B ist. Das heißt, die haben nahezu italienisches, spanisches Klima und wir haben Weinbauzone A. Das heißt, ja, es ist, man versucht es Wein anzubauen, man hofft doch jedes Jahr, dass es funktioniert, aber es ist nie garantiert. Die Sachsen sind schon stolz auf ihren Wein, aber die außerhalb sagen schon. Das liegt aber daran, dass die Sachsen kulturell bedingt einfach ihren Wein immer trocken ausbauen. Dagegen die Mosellaner oder die Rheinhessen, die bauen schon eher halbtrocken oder lieblich aus. Also die Grundsubstanz der Traube ist jetzt nicht unbedingt säuerlich oder nicht säuerlich. Das heißt, die Sachsen lieben eine trockene Weißweine mit einer schönen rassigen Säure und so werden sie typischerweise auch ausgebaut. Natürlich können wir auch halbtrockene oder liebliche Weine ausbauen, überhaupt keine Frage, aber wir trinken es gerne und warum soll man das nicht ausbauen? Und man kann nicht generell sagen, die sächsischen Weine sind sauer. Also man merkt immer mehr, wenn man dann mal so Menschen mit so einem Vorurteil so einen Wein präsentiert, dann wird er hinterher sagen, nee, der ist nicht sauer oder schmeckt der sauer gerade? Nein, überhaupt nicht. Genau. Wie viele Winzer gibt es denn in Sachsen? Also ja, Sachsen boomt an Winzern. Wir haben zwar wenig Hektar, aber wir haben viele, viele Winzer. Wir haben 2500 Winzer hier in Sachsen. Oh, okay. Auf 480 Hektar. Da kann man sich vorstellen, wie dann die Zersplitterung ist. Dazu muss ich sagen, dass die Winzergenossenschaft, Wackerbarth und der Prinz zur Lippe, das sind die drei großen, jeweils schon 100 Hektar haben. Mhm. Das sind also schon mal 300 Hektar weg. Das heißt, auf die restlichen verteilen sich dann 180 Hektar. Und da weiß man dann schon, dass es, wie man es hier sieht, also es sind immer solche kleinen Parzellen, Stück für Stück, manchmal halber Hektar, manchmal weniger, manchmal mehr. Das sind dann viele Hobbywinzer. Also wir haben neben den drei großen Haupterwerbswinzer noch etwa 21, die machen das im Nebenerwerb. Also die leben davon, aber haben auch noch einen anderen Erwerb. Und der Rest sind alles Hobbywinzer. Und was bauen wir als Sachsen hier für Sorten an, für Rebsorten? Ja, wir haben viele Weißweine, also 80% Weißweine. Da führt der Müller-Thurgau nach wie vor. Danach kommt der Riesling, gefolgt vom Weißburgunder, vom Grauburgunder. Dann kommt auch schon der Traminer. Der Goldriesling als Spezialität, das ist ein Wein, ein schöner, leichter Zechwein, den es nur noch hier in Sachsen gibt. Der hat dieses Jahr 100 Jahre Geburtstag gefeiert. Also seit 100 Jahren bauen wir Sachsen diesen Wein an. Und das zersplittert sich dann in Scheurebe, in Ruländer, in also kleinere Rebsorten, die Solaris, Johanniter, ja, gibt es dann noch zig andere Weißweinsorten. Und im Rotweinbereich führt Spätburgunder, Dornfelder, Regent. Das sind so die Rebsorten, die bei uns angebaut werden. Und dann gibt es auch noch kleinere Rebsorten, die dann einfach dazu ergänzend angebaut werden. Wir haben auch viele neue Rebsorten wie Chardonnay oder Sauvignon Blanc. Oh, oder auch diese Piwis, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Die werden viel öfters im Weinberg angebaut jetzt. Da sind die Sachsen dann relativ flexibel, was das angeht. Das heißt, man nimmt eine Rebsorte, die nahezu kaum gespritzt werden muss, was natürlich für den Weinberg an sich als Biosphäre angenehm ist, aber auch für den Winzer, er spart Geld und er spart Zeit. Und das sind Regent, das sind Solaris, das sind Johanniter, das sind alles solche Piwis, die angebaut werden, die relativ neu sind, aber die natürlich auch leichteren Trinkgenuss machen, weil sie einfach nicht mehr so Pestiziden, versorgt sind. Genau. Dann hat ja die Weinlese gerade begonnen. Mit was für einem Weinjahr können wir denn in Sachsen rechnen? Kannst du da schon eine Prognose geben? Na, erstmal die Weinlese, es klingt immer so nach Weinlese. Ich sage immer, das ist die schönste Jahreszeit im Leben eines Winzers, weil das einfach der Zeitpunkt ist, wo man dann den Ertrag nach Hause bringen kann. Und man beginnt meistens mit dem Müller-Thurgau, mit dem Goldriesling, dem Solaris, das sind so die ersten Rebsorten. Dann kommen die Burgunder und letztendlich brennt dann das Schlusslicht der Riesling. Und wie wird das Weinjahr? Das ist immer schwer zu sagen. Also bis der Wein im Keller ist, kann man nicht sagen, es ist ein gutes oder ein schlechtes Weinjahr. Weil wir haben schon Jahre erlebt, da sind in der letzten Woche noch ein Hagelschauer über den Weinberg gegangen und hat natürlich den ganzen Lese vernichtet. Aber letztendlich können wir sagen, vom Ertrag und von der Qualität her wird es ähnlich wie 2012 werden. Das heißt, der Ertrag könnte höher sein, aber man kann es sich nicht genau aus oder nie immer besser wünschen. Und von der Qualität her sind wir schon sehr zufrieden. Dann bin ich sehr gespannt und trinke mit dir nochmal auf diesen schönen Blick. Und danach würde ich ja gerne mal wissen, wie eigentlich der Wein von der Traube in die Flasche kommt. Und da gibt es bei dir sogar noch was sehr Interessantes. Du hast nämlich Patenreben. Genau. Dürften wir die uns nochmal anschauen kurz? Machen wir. Sehr schön. Dann Prost. Zum Wohl.
ja, wir sind auf dem Sonnenstein. Hier hast du 8 Patenreben. Wie kommt man denn bitte schön zu Patenreben? Ja, indem man keinen eigenen Wein hat, sage ich mal. Man Mitleid vom Oberbürgermeister hat. Nein, Spaß beiseite. Damals, wo ich Weinkönigin geworden bin in Pirna, da hat der Herr Hanke gesagt, hier oben sind Reben. Ich habe gesagt, die sind ungepflegt und habe ihm seine Hilfe angeboten. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Und nun bin ich seit Anfang meiner Amtszeit praktisch die Patin für diese 8 Reben, die da oben stehen. Das heißt, ich bin verantwortlich, dass die gepflegt werden. Und ich denke, im Vergleich zu letzten Jahr haben wir schon eine gute Ertragssteigerung bekommen. Also die sind dieses Jahr das dritte Jahr und haben auch einen guten Ertrag dranhängen. Und ich denke, da kriegen wir schon eine ordentliche Flasche Wein für Herrn Hanke zusammen. Als Dankeschön. Da würde ich sowieso mal fragen, im Namen des Zuschauers, der selber Wein hat, was kann man denn dagegen tun, dass die Vögel immer am Wein pickern und man dann eigentlich von seinem schön gepflegten, gezüchteten Wein gar nichts mehr hat? Genau, da gibt es ganz aufregende Methoden. Also entweder man geht mit einem Schießgewehr in den Weinberg und schießt einmal alle halbe Stunde. Mit Nachtschicht, ist aber relativ unkomfortabel. Und laut. Oder es gibt also praktisch auch Vögelstimmen-Imitatoren. Das heißt, manche Vögel mögen die anderen ja weniger. Das heißt, man kann auch mit bestimmten Vogelstimmen die anderen Vögel halt vertreiben. Aha. Das Einfachste ist jedoch, einfach in den Baumarkt zu gehen, ein Netz zu holen und die Reben wirklich einzunetzen. Wichtig ist, dass man die einmal ringsrum einnetzt, in Höhe der Früchte, die getragen werden, also nicht bis ganz oben hin, wirklich nur in Höhe der tragenden Früchte und die oben und unten komplett abzuschließen, denn die Vögel sind mittlerweile so frech, dass die wirklich oben rein in so ein Netz auch mal reinkriechen. Fliegen, genau. Kriechen und dann pickern. Und dann pickern, ja. Wie alt wird eigentlich so eine Weinrebe? Also ja, mal ganz kurz, wenn ich das so in die Erde pflanze, dann ist es so hoch. Wann kann ich mit der ersten Ernte rechnen und wann ist denn so die letzte zu erwarten? Genau. Also das ist eine ganz schöne Frage. Also die erste Frage kann ich gut beantworten. Ab 3 Jahren, sagt man, ist eine Rebe im Ertrag. Das heißt, im dritten Jahr kann ich dann schon Trauben ernten und auch gute Trauben ernten, reichlich Trauben ernten. Und wie lange hält so eine Rebe? Also wir haben Reben, die sind über 250 Jahre alt. Und die tragen noch? Die tragen noch. Unglaublich. In Franken, man spricht von der ältesten Rebe, da ist ein ganzer Gärtner damit beschäftigt, jedes Jahr die zu pflegen und die Lese praktisch in den Keller zu schaffen. Also generell sagt man, ab 25 Jahren ist eine Rebe praktisch wirtschaftlich durch. Das heißt, also bis 25 Jahre trägt eine Rebe wirtschaftlich gut und ab dem 25. Jahr wird der Ertrag niedriger. Dann spricht man von sogenannten alten Reben. Und diese alten Reben haben natürlich den Vorteil, dass sie eine Ertragsminimierung haben. Das heißt, der Saft oder der Extrakt, der an der Traube ist, ist wesentlich intensiver und stärker und auch typischer für diese Rebsorte. Das heißt also, der Winzer, der auf Qualität setzt, ist eigentlich mit einer Rebe ab 25 Jahren sehr zufrieden und muss diese typische Ertragsminimierung von wegen Schultern oder Spitze abschneiden gar nicht mehr durchführen und hat auch so einen schönen Wein. Also man muss keine Rebe rausziehen, das wäre einfach nur schade drum. Sehr gut zu wissen, also 250 Jahre alt etwa. Genau. Unglaublich. Was du alles weißt, das Weinkönigin. Apropos, es gab jetzt kürzlich die Wahl zur deutschen Weinkönigin. Wie hast du die denn erlebt für dich? Ja, das war eine sehr aufregende Zeit. Also man sieht als Zuschauer ja nur das, was man dann auf der Bühne praktisch präsentiert bekommt. Ja. Ich habe das Ganze drumherum miterleben können, das hinter der Bühne, die Tage vorher, das Vorbereitungsseminar, die Stellproben, das Make-up, das Schminken, was hinter der Bühne ist. Also wenn man weiß, dass dort wegen 13 Personen eigentlich fast 200 Menschen dort hinter der Bühne beschäftigt sind, das ist schon, also da fragt man sich wirklich, sind die alle wegen uns jetzt hier oder was machen die? Und das ist schon sehr aufregend gewesen. Es hat nicht gereicht für Sachsen, aber ich bin da auch nicht gar so traurig, weil ich bin jetzt voll in die Weinlese wieder zurückgekommen. Das heißt, die Weinfeste und was da alles war, die sind ja schön und man wurde gut und herzlich aufgenommen. Und von daher war der Schmerz relativ gut zu vertragen. Jetzt geht deine Zeit als amtierende sächsische Weinkönigin ja auch langsam zu Ende. Ja. Wie hast du das Jahr denn so erlebt? Was war denn so das Highlight und würdest du es vielleicht wieder machen oder eher nicht? Ja, das Jahr als sächsische Weinkönigin ist unvergesslich. Das wird es auch bleiben. Und deswegen werde ich auch nie wieder, denke ich mal, nochmal antreten oder irgendwie versuchen, das Jahr für mich zu toppen. Es ist einfach nicht zu toppen. Das ging im November scharf los. Da waren die damaligen deutschen Weinhoheiten vor Ort. Mit denen habe ich einfach ein schönes Wochenende gehabt und wurde gleich gelehrt, dass es heißt, Weinhoheit sein ist wenig Schlaf, viel Alkohol und einfach nur Stress, viele Termine, überall freundlich sein. Und so ging das ganze Jahr über weiter. Es war eine schöne Weihnachtszeit mit Weinverkostungen.
Auf dem Weihnachtsmarkt waren wir, Glühweinverkostung, Live-Glühweinverkostung im Radio. Das erlebt man auch nie alle Tage. Und ja, viele Events, wo man eingeladen wird. Und wenn man dorthin kommt, denkt man sich so, oh, du bist jetzt hier die Hauptperson, wie kommt das eigentlich? Und da ist man schon stolz. Und das Schönste ist, ja, sind jetzt die Weinfeste gewesen. Das Ganze drumherum, die Winzerbesuche. Und ja, das wird unvergesslich sein. Gab es ein Highlight in der Zeit? Highlight ist immer ganz, ganz schwer. Also ich habe so viel erlebt, dass man das als Highlight gar nicht betiteln kann. Ob ich mit einer Golden Harley gefahren bin oder ob mir die Winzer gesagt haben, streichelt bitte mal meinen Wein, das würde mich glücklich machen. Schön. Oder ob es ein Semperoberball ist, ob es eine Weinverkostung mit dem Herrn Tillich ist. Beim Herrn Gauck bin ich gewesen. Das sind alles solche Sachen, wo man schon sehr, sehr stolz ist. Und ja, das irgendwie zusammenzufassen, Tag des offenen Weinbergs war auch sowas, man kann es gar nicht begreifen. Also ich glaube, ich muss dann irgendwann mal mich für mich beschäftigen und das erstmal resümieren. Und dann kann ich irgendwann vielleicht mal in 5 Jahren sagen, daran erinnere ich mich noch am meisten. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Es steht ja die Wahl zur sächsischen Weinkönigin an. Kümmerst du dich um deine Nachfolgerinnen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, die Nachfolgerinnen kennt man schon. Okay. Wir sind ja das ganze Jahr, also so blöd wie das klingt, aber seit letzten Jahr November bin ich eigentlich schon immer mit offenen Augen durch die Gegend gelaufen. Wer könnte denn meine Nachfolgerin sein? Denn, Moment, suchst du die dann auch selber aus oder wie? Und sprichst die dann an? Ja, also man spricht schon. Ach so, genau. Okay. Also man sucht da schon junge Frauen, die aus dem Fach kommen. Entweder beim Winzer, die beim Winzer arbeiten, die im Weinverkauf arbeiten, die irgendein Restaurant oder ein Hotel arbeiten, die spricht man dann schon gezielter an. Mhm. Und ja, drängelt sie das ganze Jahr über. Man sieht sich ja immer mehrmals. Und manche haben sich einfach beworben von denen. Und das macht natürlich auch stolz, dass die sich dann auch mit beworben haben. Und es gibt, ja, wie gesagt, ein Sensorik-Rhetorik-Seminar. Die werden eine Weinstraßenfahrt mit uns machen. Und man coacht sie schon. Natürlich muss man einfach unparteiisch sein. Das heißt, man darf nicht eine gegenüber der anderen bevorzugen. Klar hat man so für sich im Kopf so seine Gedanken, wie es ausgehen könnte. Und ich wünsche es allen, dass es werden. Ich würde allen gerne meine Krone weitergeben. Mhm. Und ja, das ist auch das Schönste, weil schade wäre es, wenn ich sagen würde, da ist keiner dabei, der ich es gönne oder wo ich denke, dass es so weitermacht, wie ich es vielleicht gemacht habe. Wenn das Verhältnis zwischen den neuen und den alten Weinkönigen so gut ist, Königinnen, so gut ist, inwiefern unterstützt ihr euch denn dann noch zum Beispiel, als du jetzt Weinkönigin warst, beziehungsweise ja immer noch bist, konntest du da mit deiner Vorgängerin irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, du, ich habe hier ein Problem, wie würdest denn du dich verhalten? Genau, also das ist was ganz, ganz Typisches. Die ersten Termine habe ich immer angerufen. Ich sage, okay. Franzi, was hast du da angehabt? Franzi, was erwartet mich dort? Weinverkostung hier, 10er Weinverkostung hier vor 300 Leuten, hat man da ein Mikrofon? Was ziehe ich da für Schuhe an? Muss ich da durch den Raum laufen? Das sind alles solche Fragen, die stellt man dann schon. Und zusätzlich gibt es auch ein Facebook und einen Blog, wo man praktisch auch mal schauen kann, was haben die letztes Jahr gehabt, die Mädels. Und dieses Jahr habe ich das ganze Jahr über so ein kleines Tagebuch gepflegt. Ich habe also aufgeschrieben, ja, ich bin jetzt hier 5 Tage auf der grünen Woche. Was hätte ich jetzt noch gebraucht, was ich nicht mit habe? So einfach als kleine Tipps. Und das werde ich dann der neuen Weinkönigin mit übergeben. Mhm. Und die ersten 1-2 Wochen ist man auch schon noch mit der neuen Weinkönigin praktisch im engen Kontakt. Entweder man begleitet sie zum Termin oder man steht eigentlich täglich dann im Telefonkontakt. So ist es die letzten Jahre auch immer gewesen. Und das finde ich sehr schön. Ich denke, so wird es auch wieder werden. Abschließend bzw. als vorletzte Frage würde ich gerne von dir noch wissen, was steht denn jetzt an für dich, wenn du keine Weinkönigin mehr bist? Wie geht's denn weiter? Ja, wie geht's weiter? Ja, ich könnte eigentlich sagen, ab auf die Couch, mal die Beine hochlegen und ein Glas Wein, mal ganz in Ruhe genießen vom Fernseher, mal so ein Wochenende zu Hause, wäre auch mal wieder schön. Es wird aber nicht so werden, weil ich steige jetzt wieder voll in das Hotel ein. Also wir hoffen ja, dass wir jetzt das Hotel komplett wieder im Schuss haben und die Weihnachtsfeiern werden anstehen. Das heißt, ich werde wieder voll einsteigen und die Wochenenden werden dann, die ich jetzt gewonnen habe, weil ich die Krone abgegeben habe, dann wieder komplett im Service verbracht werden. Da freue ich mich aber auch drauf, weil das ist ein halbes Jahr praktisch oder ich fast ein ganzes Jahr eigentlich kaum noch arbeiten konnte. Und da ist man froh, einfach mal wieder ein Tablett in der Hand zu halten und praktisch die Gäste mit Wein zu versorgen. Ja, Weinverkostungen, die ich lange nicht machen konnte, weil ich kaum im Hotel war, die werde ich jetzt wieder selber durchführen und einfach mal die Zeit genießen, wenn es ruhig ist. Und ja, auch Weihnachten mit der Familie, das ist schön. Apropos Weihnachten, wir gehen auf die kalte Jahreszeit zu. Hast du einen Tipp für ein gutes Glühweinrezept?
Ja, ein gutes Glühweinrezept ist in Sachsen ganz, ganz einfach. Ich war ja bei so einer Blind-Glühweinverkostung und da ist mir eins aufgefallen, der beste Glühwein, der auch der teuerste war, im Nachhinein festgestellt, den ich auch auf Platz 1 gekürt hatte, das war der, der damals einen sächsischen Wein als Grundwein hat. Also der Grundwein, den man praktisch nimmt zum Erhitzen, der darf nicht über 90 Grad werden, das muss ein guter sächsischer Wein sein, der auch nie, sag ich mal, irgendwie in irgendeiner Form ein Cuvée ist oder irgendwas, muss ein guter Grundwein sein, das heißt ein Spätburgunder oder Portugieser ist perfekt geeignet. Mhm. Den auf die Herdflamme stellen, leicht erhitzen, bitte nicht kochen lassen, nur köcheln lassen. Ein paar Zimtstangen rein, ein bisschen Anis, Orange, ja, Kreuzkümmel kann mit rein, ein bisschen okay. Zucker, ein bisschen Zimt und dann ist das schon eine perfekte Sache. Aber wie gesagt, der Grundwein ist entscheidend und ja, nicht zu viel Zucker und dann macht das richtig Spaß. Sehr schön, hört sich lecker an. Mhm. Sollten wir vielleicht gemeinsam mal trinken. Genau. Katja, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses angenehme Gespräch. Ich bin total überrascht, was eine Weinkönigin alles können und wissen muss. Ja. Und es war selbst für mich sehr interessant. Ich danke dir, wünsche dir Gerne. Alles Gute. Vielen Dank. Und dass du bald mal die Beine hochlegen kannst. Okay, gut. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu Gesichter Pirnas, der WGP-Porträtreihe. Und im nächsten Monat sollten Sie das wieder tun, dann haben wir einen sehr interessanten, spannenden Gesprächspartner. Bis dahin alles Gute, passen Sie auf sich auf.